Ein Vortrag von Andreas Huber. Der Vortrag trägt den Titel Radikalisierung der Gebildeten, das Institut zur Pflege des pflegedeutschen Wissens und das Kulturamt deutschen Studentenschaft. Andreas Huber ist Historiker und Soziologe. Ich habe jetzt noch ganz schnell gerechnet. Wir kennen uns seit 15 Jahren, seit dem Forschungsseminar Die Geschichte der Uni Wien im Nationalsozialismus. Wir haben es geschafft, uns vom Nationalsozialismus noch weiter nach vorne zu arbeiten und zu bewegen und trotzdem noch ganz viel NS-Geschichte aufzudecken, also in den Jahren vor 38. Andreas Huber hat aktuell ist im Institut für höhere Studien in Wien tätig. Er war sehr lange wissenschaftlicher Mitarbeiter und Kollege am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien, da auch beim Forum Zeitgeschichte und hat schon vielfach publiziert. Er arbeitet neben zum Deutschen Club als Erstautor weiterhin auch zur Wissenschafts- und Universitätsgeschichte, insbesondere Uni Wien, aber nicht nur, zu Vereinen, Netzwerken, vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und bevor ich ihm Redezeit stehle, würde ich ihn bitten, zu mir aufs Podium zu kommen. Ich freue mich, dass wir das Buch miteinander gemacht haben und dass wir heute mit allen gemeinsam auch weitere Arbeiten von dir diskutieren können. Danke, Andreas. Ja, vielen Dank, Linda, für die nette Einführung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, beginnen möchte ich meinen heutigen Vortrag mit einer Episode aus dem Jahr 1926. Am 23. Oktober dieses Jahres spazierte die Modegeschäftsinhaberin Lore Med von der Schottenpastei in Richtung Schottentor mit der politisch links ausgerichteten Zeitschrift Der Götz im Arm, als sie da plötzlich von einem jungen Herrn angerempelt und angepöbelt wurde, der da meinte, wie sie es wagen könne, in der Öffentlichkeit ein derartiges Schmutzblatt zu lesen. Daraus entspann sich dann eine Diskussion, ein Streitgespräch. Und Lore Med forderte den Herrn dann auch auf, zur nächsten Polizeistation mitzukommen, wenn er denn für seine Äußerungen einstehen wolle. Dem kam der Herr nicht nach, überreichte ihr dann aber doch vor der Universitätsrampe noch seine Visitenkarte. Lore Med hatte soeben unfreiwillig Bekanntschaft gemacht mit dem Leiter des Kulturamtes der deutschen Studentenschaft, Robert Körber, und diese Episode zeigte noch gut dessen Charakter und politischen Aktivismus. Körber war darüber hinaus auch Leiter und Gründer des Instituts zur Pflege deutschen Wissens, und mit diesen beiden Organisationen möchte ich mich in den nächsten 20 Minuten auseinandersetzen. Zuerst ein paar Worte zu Robert Körber, geboren 1896 in Wien als Sohn eines Elektrotechnikers, rückte 1914 in den Ersten Weltkrieg ein, geriet dann allerdings 1916 in Kriegsgefangenschaft, aus der er erst 1920 zurückkehrte, inskribierte dann kurz darauf an der Hochschule für Welthandel, wo er es in den folgenden Jahren zum Vorsitzenden der deutschen Studentenschaft brachte. Nach der Verleihung des Diplomkaufmann-Titels stieg dieser allerdings nicht ins Berufsleben ein, sondern inskribierte an der Universität Wien an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät und war ein knappes Jahrzehnt, also das muss man sich vor Augen halten, führender und wahrscheinlich auch einflussreichster Studentenfunktionär der Zwischenkriegszeit. Michael Siegert bezeichnete ihn schon in den 70er und 80er Jahren durchaus zutreffend als den Streicher von Österreich. Zum Kulturamt der deutschen Studentenschaft, hier zu sehen die Stampille aus dem Jahr 1924, wurde 1923 gegründet und setzte sich zum Ziel, also laut Eigendefinition, die völkische Aufklärung, Rassenfrage und die Judenfrage populär zu behandeln und auch eine völkische Bücherei zur Verfügung zu stellen. In der Praxis waren das vor allem Flugblattaktionen oder auch Schulungen für die Studierenden, die das Kulturamt durchführte. Und es entwickelte sich auch zu so einer Art Propaganda-Institution der deutschen Studentenschaft. Das heißt, das Kulturamt war auch für massentaugliche Veranstaltungen, wie zum Beispiel diese sogenannte Heldenehrung, also die Veranstaltungen vor dem sogenannten Siegfriedskopf, hauptverantwortlich. Finanzielle Unterstützung erhielt das Kulturamt nicht nur durch die Studierenden, die
zu Beginn des Semesters eben Gebühren für die deutsche Studentenschaft ablieferten, sondern durchaus auch vom Unterrichtsministerium und vom Senat der Universität Wien. Zum zweiten Institut, jenem zur Pflege deutschen Wissens, hier abgebildet der spätere Ehrenvorsitzende, der Anthropologe Otto Reche. Das Institut zur Pflege deutschen Wissens wurde 1924 an der Hochschule für Welthandel ins Leben gerufen und an der Spitze dieses Instituts gab es einen sogenannten Förderausschuss, in dem nicht nur Körber vertreten war, sondern auch prominente Persönlichkeiten aus dem deutschen nationalen Lager, also, oder auch aus dem katholischen nationalen Lager, wie zum Beispiel Niewart Schlögl, der auch Mitbegründer des Geheimbundes Deutsche Gemeinschaft gewesen war, oder der rechtsextreme Publizist Julius Patzelt. Zum Ziel setzte sich das Institut, wie es in der ersten Denkschrift heißt, die Bekämpfung der Feinde des angestammten Volkes. Darunter verstanden der Leiter bzw. die führenden Persönlichkeiten des Instituts, insbesondere die Träger, Trägerinnen von Demokratie, Liberalismus, Marxismus und Freimaurerei. Körber beklagte vor allem, dass an den Hochschulen nur, Zitat, sogenanntes Fachwissen vermittelt werde, und er wollte mit diesem Institut, aber dann eben auch mit dem Kulturamt entgegensteuern, wobei diese Gründungen auch vor dem Hintergrund zu betrachten sind, dass es 1923 ernsthafte Bemühungen der deutschen Studentenschaft gab, eine Lehrkanzel für Deutschtumskunde einzuführen. Das Unterrichtsministerium kam diesem Wunsch allerdings nicht nach. Zu den Zielen und Lehrinhalten des Instituts zur Pflege deutschen Wissens, also hier findet sich eigentlich die gesamte Palette der radikalen Rechten bzw. rechtskonservativer Kreise. Interessant ist vielleicht, also in der ersten Spalte, vierte Zeile von unten, der Kampf gegen die Religionslosigkeit. Also das war für das völkische Lager in den 20er Jahren absolut nicht typisch, inwiefern das Kalkül war, sei dahingestellt, ist jedenfalls ein interessanter Aspekt. Nun, ich habe dann einzelne Themen, Aspekte herausgenommen, die ich hier etwas näher behandeln möchte. Das erste wären Kampagnen gegen jüdische Lehrende. Und zwar war eine der ersten Aktionen dieses neu ins Leben gerufenen Kulturamtes die Erstellung von Listen jüdischer Lehrender. Das heißt, 1924 wurde dann in der Deutsch-Österreichischen Tageszeitung diese erste Liste unter dem Titel Rasse und Wissenschaft von Lehrenden jüdischer oder vermeintlich jüdischer Herkunft publiziert, mit dem Aufruf, die Lehrveranstaltungen dieser Personen zu boykottieren, was in Zeiten, wo vor allem Dozenten vom Kollegiengeld abhängig waren, doch tatsächliche Wirkung entfaltete. Und es diente wahrscheinlich auch als Vorlage für Störaktionen von rechtsextremen Studierenden in Lehrveranstaltungen. Ein zweites derartiges Flugblatt kursierte dann 1929 an der Universität Wien, also wieder ähnlich aufgebaut und wieder initiiert, so ist zu vermuten, vom Kulturamt der deutschen Studentenschaft, nachdem in den Jahren davor diese Hetzaktionen, diese Flugblattverteilungen und Angriffe gegen Lehrende unter anderem auch mit zeitweisen Ausschlüssen von der Uni geahndet wurden, ging das Kulturamt bzw. ging die deutsche Studentenschaft dann einfach dazu über, als Verantwortliche irgendwelche Nichtstudierenden anzuführen, und dem damaligen Rektor Wenzel Gleisbach reichte das auch so weit, um es so zu formulieren, und er führte dann eben aus, dass kein Disziplinarverfahren, also auch nicht gegen die Flugblattverteiler, einzuleiten wäre, weil ja der Verantwortliche nicht an der Universität Wien studieren würde. Also so
ging das in der Praxis ab. Was gestern bereits von Klaus Taschwer angeschnitten wurde, das war das Disziplinarverfahren von heftigen antisemitischen Untertönen begleitet gegen den Rechtswissenschaftler Stefan Braslow, der beschuldigt wurde, in seinen Vorlesungen immer wieder zweideutige Äußerungen getätigt zu haben. Ich möchte mich jetzt mit dem Verfahren gegen Braslow nicht näher auseinandersetzen, aber ein interessanter Aspekt an dieser Geschichte ist eben, dass da nicht nur die deutsche Gemeinschaft natürlich im Hintergrund diverse Aktionen vorbereitete und durchführte, sondern die eigentliche Initiative vom Kulturamt der deutschen Studentenschaft ausging. Und in der Presse war dann immer, oder auch in den Disziplinarakten oder auch in den Akten der Hochschule für Welthandel, ist dann immer wieder von einer Körbergruppe die Rede, das heißt von einem Netzwerk rund um diesen Robert Körber. Ich habe dann auch versucht, am Beispiel von einzelnen Aktionen oder auch diesem Braslow-Disziplinarverfahren zu versuchen, einmal zu eruieren, ja, wer waren diese Leute eigentlich? Und da zeigt sich zum Beispiel, also das, was diese Flugblattverteilung 1929 betrifft, dafür war verantwortlich ein sogenannter Franz Habernick. Wenn man sich dann vor Augen führt, wo der Mensch gelebt hat, dann ist das nicht aus Zufall auch die Bude von der Burschenschaft Silesia Wien gewesen. Er tauchte dann 1923 in der Wiener Sonntags- und Montagszeitung auf, und zwar im Kontext eines Überfalls von Nationalsozialisten auf Angehörige des Reichsbunds katholischer Jugend. Walter Raumann, einer der Zeugen im Fall Braslow, lebte im Teutonenhaus. Es ist anzunehmen, dass auch dieser Burschenschaft angehörte. Den Mitgliederlisten habe ich im Übrigen nicht gefunden. Eduard Jenisch und Wilhelm Rödlich, ebenfalls Hauptbeteiligte an diesem Verfahren gegen Stefan Braslow, waren führende Mitglieder des NS-Studentenbundes. Jenisch zeichnete auch verantwortlich für dieses Flugblatt hier, was ihm 1927 dann einen Verweis von der Universität Wien für ein Semester einbrachte. Ein Fünfter im Bunde, Rudolf Hauswirt, also zu dem habe ich keine Mitgliedschaften entdecken können, aber der wurde 1937, zeigt dann auch die Infiltration von deutschnationalen und radikalen Rechten in der Justiz, Richter am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien. Zum Anschlagswesen. Also eine ganz wesentliche Funktion in der Propagandatätigkeit dieses Kulturamts hatten die Anschlagskästen. Und was sich darin fand, beziehungsweise welche Funktion diese hatten, zeigt ganz gut ein Zitat von Erich Führer, also dem damaligen Vorsitzenden der deutschen Studentenschaft, der das als ganz wesentliche Methode sah, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen und, so wie er schrieb, einen Gegenpol zu bilden zur, Zitat, gefälschten und von volksfremden Elementen hervorgerufenen öffentlichen Meinung. Und man sah darin eben auch ein, wie er hier schreibt, Erziehungsmittel, um die Studentenschaft entsprechend zu beeinflussen. An der Universität Wien hatten im Studienjahr 1925/26 insgesamt 45 Organisationen das Recht, in Anschlagkästen etwas zu plakatieren. Interessant ist, dass Robert Körber eben nicht nur für das Kulturamt, also sowohl Uni Wien als auch für den Kreis 8 der deutschen Studentenschaft, verantwortlich war und eben auch für das Institut zur Pflege deutschen Wissens, sondern führender Funktionär in verschiedenen Organisationen gewesen war. Und wenn man das dann sozusagen ins Verhältnis stellt, dann kommt man zum Schluss, dass 20% der Anschlagskästen in der Verantwortung von Körber lagen, wobei da eben hinzuzufügen ist, dass darunter auch einige der größten und an den prominentesten Orten sich darunter befanden, also unter anderem ein großes Anschlagbrett in der Aula der Universität Wien. Was ich in diesen Anschlagkästen so fand, dafür ein konkretes Beispiel. 1926 im November dieses Jahres veröffentlichte oder hing das Kulturamt zum Beispiel diese Bilder hier aus. Das heißt, Körber und seine Truppe, wie es in den Medien dann oft hieß, fuhren ins Gymnasium Hörlgasse, heute besser bekannt als Gymnasium in der Wasergasse.
mit einem verhältnismäßig hohen Anteil jüdischer Schülerinnen und Schüler, drückten den Schülern die Zeitung Die Stunde in der Hand, die dann davon ausgingen, das Foto würde dann in der entsprechenden Zeitung publiziert werden. Tatsächlich fanden sich diese Bilder dann aber unter antisemitischen Tiraden im Hauptgebäude der Universität Wien, und zwar unweit der Questur, wo die Leute zu Beginn des Semesters inskribierten. Diese Episode führte im Übrigen auch Otto Glöckl, also den damaligen Bildungsstadtrat, an die Universität Wien. Körber nutzte diese Foto, die er hier offenbar im Rahmen seiner Funktion als Studentenfunktionär gemacht hatte, dann auch für verschiedene antisemitische Machwerke der folgenden Jahre, unter anderem Antisemitismus der Welt, das 1935 publiziert wurde. Nun zum Institut zur Pflege deutschen Wissens, also das war sozusagen auch eine Art, also Körber und dessen Netzwerk hatten das insofern, hatten das so aufgezogen, dass dieses Institut zur Pflege deutschen Wissens sich nach außen hin ausschließlich ausschließlich das Bild einer streng wissenschaftlichen Behandlung von Judenfrage, der sogenannten Judenfrage und anderen Themen gab, und im Übrigen haben dann auch einige sehr prominente Universitätsprofessoren dort vorgetragen. Wenn man sich die Vorträge des Instituts im Jahr 1927 vor Augen führt, dann zeigt sich, dass der überwiegende Großteil so in Richtung sogenanntes Deutschtum, deutsche Kultur oder auch mit dem Auslandsdeutschtum in Verbindung standen. Immerhin 13% der Vorträge setzen sich aber explizit mit der sogenannten Rassenkunde oder Rassenpflege auseinander, zu einer Zeit, als es in Österreich bzw. in Wien eigentlich noch nicht sehr weit verbreitet war. Also das war wirklich auch ein wichtiges Forum sozusagen, um solche Ideen in der Akademikerschaft unter den Studierenden zu verbreiten. Darüber hinaus wurden auch politische Systeme, also insbesondere Marxismus, Liberalismus und Demokratie als zu bekämpfende Erscheinungen betrachtet und entsprechend vorgetragen. Also dafür verantwortlich waren unter anderem Ottmar Spang und dessen Schüler. Zu den Vortragenden, 25% davon waren Universitätsprofessoren, 13% weitere Wissenschaftler kamen hinzu, gefolgt von höheren Beamten und etwa auch Realschulprofessoren. Der erste Vortragende im Institut war einer der Leuten, die zur Universität Wien forschen, wahrscheinlich schon öfter untergekommen ist, und zwar Richard Meister, der zu Aufgabe und Lebenszweck des Kulturmenschen referierte. Davon abgesehen fanden sich als Vortragende dann eben auch, wie vorhin schon erwähnt, Rassenkundler wie zum Beispiel Otto Hauser, der die Anwesenden dazu aufforderte, sozusagen als rassenbewusste Deutsche, wie er ausführte, keine Ehen mit, Zitat, Mongoloiden, Negroiden oder gar jüdischen oder jüdisch aussehenden Personen einzugehen. Der aus Sicht des Kulturamtes und des genannten Instituts, der Höhepunkt sozusagen aus Perspektive dieser Organisation, war der Vortrag von Robert Körber 1927 mit dem Titel »Das Recht auf den Numerus Clausus«. Und dieser Vortrag fand eben nicht, wie gewohnt, in einem größeren Hörsaal der Universität Wien statt, sondern im kleinen Festsaal. Und das Ganze hätte dann sogar auch zu so einer Art Geburtstagsfeier für Robert Körber werden sollen, der am 24. Mai, wie auf der dritten Folie zu sehen war, Geburtstag feierte. Das unterband das Rektorat schließlich dann doch. Hier sehen wir eine entsprechende Karikatur von Körber aus dem Goetz. Gut, ich habe dann versucht, also nachdem ich mich in den letzten Jahren intensiver mit diesen Vereinen und Netzwerken der Zwischenkriegszeit auseinandergesetzt habe, also insbesondere aus dem deutschen nationalen Milieu, einmal eine Zuordnung vorzunehmen und zu zeigen, wo kamen diese Vortragenden eigentlich her, also in welchen Organisationen waren die verankert. Blau markiert ist hier der Deutsche Club, also das zeigt schon knapp die Hälfte, waren diesen
ja, sicher einflussreichsten deutschen nationalen Netzwerk der Zwischenkriegszeit zugehörig. Durchaus stark vertreten war auch Ottmar Spahn und dessen Kreis, der mit seiner Ideologie, die schwer einzuordnen ist, aber doch am ehesten so in Richtung der katholischen Nationalen ging. Also der war sowohl für katholische als auch für deutschnationale Studierende akzeptabel. Der elitären deutschen Gemeinschaft gehörten auch immerhin 7 Personen an. Dann habe ich noch aufgenommen die Mitglieder deutschnationaler Korporationen, das einst von Klaus Tasch war aufgedeckte Netzwerk der Bärenhöhle und schließlich der CV. Also wir sehen schon, der Kartellverband ist ja relativ schlecht bzw. relativ schwach vertreten. Also in diesen völkischen Netzwerken waren die Katholiken jetzt ausgenommen natürlich diese katholischen Nationalen wie Oswald Mengin oder eben auch Karl Gottfried Hugelmann relativ schwach vertreten. Und das ist insofern auch bemerkenswert, als die deutsche Studentenschaft ja eine überparteiliche Organisation war als deutschen nationalen und katholischen Studierenden. Gut, 1929 konnte dann im Übrigen auch Alfred Eduard Frauenfeld an der Universität Wien vortragen, also eine Replik auf das Buch Im Westen nichts Neues, der dann unter anderem davon schwadronierte, dass Thomas Mann Negerblut-Zitat in sich trage und ähnliches, also kurz bevor er Gauleiter von Wien wurde. Körber selbst, dazu möchte ich auch noch ganz kurz eingehen, wurde dann gefragter Redner der NSDAP in Wien. Also 1931 trat er der NS-Partei bei und hielt dann unter anderem auch Vorträge mit vorhin genannten Frauenfeld. Als Resümee kann man festhalten, dass diese beiden Institute sicher maßgeblich zur Radikalisierung der Eliten oder besser gesagt der künftigen Eliten in Österreich beitrugen. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, das Kulturamt vertrat einen, insbesondere auch in den Anschlagkästen, einen wüsten Antisemitismus ausschließlich in einem sehr hetzerischen Ton. Und dieses Institut zur Pflege deutschen Wissens gab sich dagegen als eine streng wissenschaftliche Institution und erlangte eben auch dadurch Legitimität, weil einige prominente Universitätsprofessoren dort vortrugen. Die Gruppe im Körber, also das ist auch hoffentlich auch gut an dieser einen Folie klar geworden, bildete dann schon auch so eine Art Personalpool für die NS-Bewegung, für den illegalen Nationalsozialismus. Körber wurde dann übrigens Kreisleiter in Wien. Und ja, damit bin ich am Ende angelangt und freue mich dann später auf Ihre Fragen. Danke. Vielen Dank, Andreas. So, hier wird mal ein bisschen sortiert. Einige Punkte, die du angesprochen hast, hatten wir gestern, beziehungsweise werden wir ganz sicher, Stichwort Disziplinarverfahren, CV, auch in den nächsten Panels nochmal hören. Also schneiden Sie es in der Diskussion an oder warten Sie mit gespitzten Ohren dann schon aufs nächste Panel.